Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu diesem edlen Spiel, das mir seit einem, ich glaube, halben Jahr einfach unterm Radar durchgeflogen ist. Das geht doch nicht. Ich habe mit dem Publisher bzw. Entwickler ein bisschen rumgedengelt und ich habe da was. Passt mal auf, ich gehe auf New Game, stelle uns mal eben hier jemanden zusammen, ganz locker, lässig. Perfekt. Man kann es mit bis zu 3 Leuten spielen, zusammen. Aber da jetzt gerade keiner von euch online ist und das die meisten auch nicht haben, drücke ich einfach auf okay. Avalanche Studios. Das sind die Leute von Rage 2, The Hunter und so weiter. Man kennt sie. Ich glaube, die haben auch das Spiel zu Mad Max gemacht, die Avalanche Boys. Ich fasse euch das hier kurz zusammen. Schweden hat sich aus dem Weltkrieg, soweit es geht, raushalten können. Hat aber irgendwie dann doch am Ende mit Hitler zusammen einen Pakt geschlossen oder sowas. Die Reichen wenden jetzt ganz viel Geld auf, um Verteidigungsanlagen oder Verteidigungsroboter zu bauen. An den Grenzen wie auch inlands und für die armen Leute ist es irgendwie nicht so gut. Wir befinden uns in Östertörn in Schweden. Die Mini-Vorgeschichte ist, dass wir mit unseren Kollegen ein bisschen unterwegs waren, nach Hause kommen und auf einmal wird unser Boot von irgendwas getroffen. Und wir kommen gerade so lebendig ans Land. Gerade so. Und jetzt sind wir hier. Oh, wir haben sogar... Guck mal, wir haben angemalte Fingernägel. Oh, und nasse Füße. Hör mal rein. Also das Spiel ist höchst atmosphärisch. Das habe ich auch im Vorfeld schon gewusst bzw. gelesen. Und ich habe auch schon kurz reingespielt. Es ist krass. Es sieht auch schön aus, ne, wenn man sich das so anguckt. Schniekes Ding. Und ja, wir sollen jetzt in dieses Haus, um uns halt überhaupt erstmal umzugucken. Es gibt, das weiß man schon im Vorfeld, keine Menschen. Und wir müssen herausfinden, warum. Man findet keine Menschen mehr. Außer vielleicht die Mitspieler, die mit dabei sind. Wir sind jetzt hier an Jetrivik und haben 2 Collectibles. Oh, seht ihr das? Die Blume wackelt. Das ist schlecht. Das ist schon mal schlecht. Wir betreten jetzt einfach mal das Haus, das blinkt. Wobei ich zuerst mal hier reingehe. Guck mal, die schaukeln. Hier ist nichts. Gibt es viele Spiele, die in Schweden stattfinden? Nee, oder? Nicht immer nur Amerika oder Russland, sondern mal schön hier in Schweden. Ich betrete das Haus, ich sehe Blut. Und da ist ein... irgendwas. Ich gehe davon aus, dass das einer dieser Roboter ist, die die Reichen entwickelt haben oder entwickelt haben lassen, um sich zu beschützen. Und hier liegt eine... Hier liegt eine Waffe. Ich snack die mal. Hier ist noch eine Taschenlampe im Gang. So. So, und die kann ich jetzt mit F benutzen. Meine Fingernägel irritieren mich gerade so ein bisschen. Ich kann nicht schießen. Scheiße. Okay, das ist merkwürdig, dass es genau hier überhaupt nicht ist. Habt ihr das gehört? Ich finde, es hat schon fast was von so einem Cinematic-Horror-Spiel. Also hier in der Küche geht nicht allzu viel ab. Kann ich das Licht anmachen? Hier ist überhaupt kein Anschluss. Da sind Lampen. Nein, es geht nicht an. Hier liegt etwas zum Lesen. Matt, we tried to call at home. Auch eine gute Stelle, um mal geschwind hier das Inventory und alles zu zeigen. Man hat hier eine Map und guckt euch mal die Map an, wie riesig die ist. Guck mal. Kann ich da hinreisen? Ah, ne. Einen Wegpunkt kann ich setzen. Ja. Also wir sind hier in dem winzigen Bereich. Das hier sind kleine Häuserchen. Und hier drüben, auch mit großen Städten. Sieht krass aus. Ja, hier ist das Team. Hier würdet ihr dann stehen, wenn ihr mitspielt. Und dann gibt es hier noch Challenges. Kille 100 Runner. Kille 100 Ticks. Seeker. Hunter. Harvesters, Alter. Ihr habt ja vorhin in diesem kleinen Clip gesehen, wie riesig die Viecher werden können. Tanks und Relay Beacons. Okay. Oh, hier ist Blut. Das ist echtes Blut da. Geld gerade mal. Oh, Medipacks. Die kann ich jetzt auch, Inventory ist übrigens auf I, hier unten reinziehen. Und dann eben auf 4 mir reindrücken, wenn ich wollte. Hier hinten ist noch eine Tür, die wir öffnen können. Hier ist noch eine Tür. Der Wind bläst draußen. Jawohl, ein Rucksack. Geil. Was ist das? Schuhe. Nice. Jetzt müsste ich hier eigentlich bei Shoes, ja, hier kann ich jetzt durchschalten auf die 9. Und da habe ich jetzt eine Bullet Resistance, ne, wie man hier sehen kann. Und so kann man sich dann durchschalten durch seine Klamotten, was ich sehr cool finde, weil ein Inventory ist halt schnell voll, wenn du da auch noch deine Klamotten drin hast. Wobei es natürlich auch was Tolles sein kann, in seinem Inventory rumhantieren zu müssen, um zu sortieren und sowas. Das wird einem jetzt hier dann zwar genommen an der Stelle, aber arg schlimm finde ich es auch nicht. Okay, hier war wohl ein Stromausfall, die Uhren zeigen 0000 an. Ich gehe mal hoch, da war noch eine Treppe irgendwo, ja, hier. Oh oh, shit-a-doodle-me-dee. Wow. Das sieht nicht wie eine normale Hand aus. Das wirkt wie so eine Robocock-Hand. Ich gehe hier mal noch nicht rein, sondern öffne noch hier. Das ist hier das Klo. Ah. Ein Adrenalin-Shot. Sehr schön. My home is my castle. Kann ich das nehmen? Und das hier ist was? It's all part of the game. Das wirkt so ein bisschen wie ein Spruch, den man bringt, wenn man viele Bugs im Spiel hat. It's all part of the game, dude. It's a feature. Ah, da liegt noch was. Hold E to read.
Nachdem wir von unserer Exkursion nach Hause kamen, wir waren mit einer Gruppe unterwegs, haben wir direkt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Unser Boot wurde zerstört und wir selbst haben es gerade so ans Land geschafft, lebendig. Und das, was unser Boot zerstört hat, was immer es auch war, ist verschwunden. Hier sind die Objectives, die bis eben am Start waren. Es gibt auch noch Side-Missions, von denen natürlich gerade keine am Start sind. Hier sind die Collectibles und es gibt hier die Total Stats. Das Spiel könnt ihr euch auf Steam kaufen. Ich habe euch aber auch unten noch einen Link reingeballert von irgendeiner Green so und so Seite. Da kostet es nämlich, glaube ich, nur 16 Euro auf Steam, aber 20. Also, falls man zuschlagen will, könnte man da zuschlagen. Dieser Link ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr über diesen Link einkauft, dann werde ich daran ein bisschen beteiligt vom Gewinn. Aber euch kostet es nicht mehr, sondern eben sogar weniger als auf Steam. Guck mal, es wird gerade hell, ne? Eben war es dunkler draußen. Da geht gerade die Sonne auf. Das sieht richtig schön aus. Alter Falter, ich muss raus. Komm, ich mache jetzt hier auf. Ich habe gar keine Munition. Hier ist nichts zum Aufpicken. Ich finde es auch nice, dass die Sachen direkt so markiert sind und man nicht einfach vor irgendwas steht und es dann aber trotzdem liegen lässt, weil man es nicht sieht, weil es irgendwie unten drunter irgendwo liegt. Ich nehme jetzt hier gerade mal die Karte und das Fernglas auf. Hier soll ich jetzt raus? Ah. Ah, und ich habe gesehen, dass es mittlerweile Fahrzeuge gibt. Am Anfang gab es scheinbar keine. Und ihr seht ja, dass die Map ziemlich riesig ist. Also alles ablaufen ist bestimmt abgefuckt. Es gibt mittlerweile Fahrzeuge. Fahrräder hundertprozentig. Aber ich glaube, mit Vehicles ist auch noch weiteres Geräderes gemeint. Also eben wie Autos und so. Oh, guck mal, der ist hier rübergejumpt. Also meine Mission ist jetzt im Moment, die wurde aktualisiert, glaube ich, dass ich, ich soll jetzt ans Auto gehen, ne? Search the police car for ammo. Aber ich will mir erstmal kurz den Tag anschauen. Übrigens auch sehr geil, dass man hier auf den Dächern rumkraxeln kann. Boah, wow, das ist echt schick. Ich meine, so an sich, natürlich verwaschen hier die Texturen und so weiter, aber das Gesamtpaket sieht schön aus. Da ist ein Auto. Dann legen wir mal los. Bevor ich zum Auto gehe, gehe ich noch kurz hier in die kleinen Häuserchen rein. Ist hier... Ich habe einen Bonker, Leute, einen Bonker. Schnell, ich muss runter. Guck noch ganz kurz hier rum, weil hier stand eben Collectible und jetzt habe ich aber nur eins von zwei. Kann ich hier rein in das blaue Häuschen? Nein. Wir sell hier Glas. Wir verkaufen hier Glas. Sehr schön. Ah, hier ist direkt übersetzt. Iron Curtain collapses. Oh, guck mal da, der eiserne Vorhang. The Berliner Wall has fallen. Throw your trash here. Was heißt das? We sell ice cream. Da war ich aber nah dran. Da war ich aber nah dran mit Glas, ne? Ich meine, Eis ist ja auch sowas wie Glas, komm. Oh, hier kann ich rein. Ist aber auch wieder... Oh je. Ja, ich hab Brille. Ja, ich hab Brille. Ich will sofort die Brille anziehen, bitte. Was bringt mir die? Nichts. Aber ich bin jetzt auch nicht hier, um Collectibles zu sammeln. Ich bin hier, um euch das Spiel zu zeigen. Man kann die Autos auch so... Ich schwöre, könnte ich was gehört. Man kann die Autos auch aufmachen. Na, hier, also zumindest alle Türen und den Kofferraum. Aber hier ist nichts drin. Aber im Polizeiauto, an dem irgendwas... Ah, auch so eine Maschine. Ah ja, die wird überfahren. Oh. Achso, halt, ich habe da auch noch die Binoculars, ne? Die will ich ganz kurz noch ausrüsten, um der Leiche kurz in die Nase zu gucken. So, los geht's. Hallo, Mrs. Litch. Okay. Die Schatten, wie sie abgehen. Die Wolken ziehen auf. Ey, ich brauche mehr Licht, hallo? Habt ihr The Hunter gespielt? Wollen und ich haben das mal eine Weile gespielt. Oh, den kann ich picken. Mal eine Weile gespielt. Jawollo. Es läuft. Ja, das war eine geile Erfahrung. Das Hunter-Spiel ist ein schönes Spiel gewesen. Wenn wir jetzt hier in einem... Was habe ich denn jetzt gemacht? The fuck? Halt, halt. Wenn wir hier in Amerika wären, dann wäre hier jetzt eine Pump. Oben oder hier in der Mitte. Haben wir ein bisschen halt den Schwäne, verstehst? Da ist halt nur eine Ikea um die Ecke. Hier ist auch nochmal ultra viel Muni. Holla, die Waldfee. Hier war doch eben was angezeigt, oder? Die Kämpfe sind übrigens... Ja. Oh. Also bin ich schon in Sicht? Man hört die Musik und die Kämpfe an sich sind sehr, sehr atmosphärisch gestaltet. Ihr müsst euch jetzt mal angucken, wie die Viecher rennen. Es ist fast schon eklig. Also, man kriegt ein bisschen Gänsehaut, finde ich. Da steht jetzt so einer. So einfach so ein... Okay. Du mich überhaupt... Oh, erwischt. Ich will kurz, dass ihr seht, wie die rennen. Komm mal. Jetzt gehe ich runter, ich dödel. Das sieht echt geil aus, oder? Es sieht doch richtig sick aus. Uff. Jawohl. Diese ganze musikalische Untermalung, auch dass dieser Besiegte jetzt und die Musik... Ich bin... Aha, da ist der Levelfortschritt. Ich guck mal kurz hier rein. Wir können uns also jetzt verteidigen. Wir sollten jetzt aber noch eine Location finden, um uns zu verstecken und vielleicht auch, um dahin zurückzukehren, wenn es richtig schlimm wird. Und die Straße weiter finden wir womöglich dann einen Ort mit vielleicht Menschen, aber zumindest eben Häusern, in denen ich mich verschanzen kann. Was haben wir hier? Aha, noch mehr Munition. Ihr habt ja vorhin auch gesehen, dass es riesige Gegner gibt. Also ich denke, das geht richtig krass ab, vor allem dann zu viert, wenn man so einen legt. Sind meine Haare nur ein Hut oder was? Ich lasse mal die Haare an. Ah, ich habe hier unten einen Jump Boost. Die habe ich eben gefunden, die Skate Shoes. Und da habe ich einen kleinen Jump Boost drauf. Dann lasse ich die mal.
Weil ich bin halt schon ein Gummibär, ne? Das ist klar. Vielleicht kann ich mir direkt ein Auto snacken hier. Das ist bestimmt auch ein cooles Spiel für den Stream. Da können wir mal richtig schön gegen Roboter... Alter, ich höre manchmal Geräusche. Gegen Roboter fighten, ähnlich wie bei Scum, nur halt, dass man sie auch besiegen kann. In Scum hat man ja diese Riesenroboter und das war's. Zwei Kisten, sehr, sehr schön. Aha, Munition. Oh, 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 oh. Das wundert mich, dass es nicht explodiert, aber hier ist wohl ein Feind. Könnt ihr mich so weit hören? Ja gut, so ein Schuss ist halt auch ultra laut, habt ihr recht, ja. Ich werde euch hier den Ton sehr laut lassen, weil das wirklich geil ist. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Das Spiel merkt, dass ich hier Richtung einem Feind gehe und dreht direkt auf, was den Sound angeht. Da unten steht einer. Guck mal da, so eine ganz kleine Zecke. Ich guck mal kurz, ob das funktioniert. Getroffen. Oh oh, ja. Mini-Zecke. Easy destroyed. Sind da doch mehr? Jawohl, direkt aufgestiegen, Alter. Kann ich damit was machen? Achso, wo ist denn hier... Was habe ich denn hier mit der 6 jetzt? Okay, was... Alles klar, man setzt den einfach. Und dann kannst du, nehme ich an, draufschießen. Für so taktisches Herangehen sicherlich eine edle Sache, aber für die kleinen Zecken muss man nicht großartig Taktik spielen. Aber die kommen bestimmt hundertprozentig später auch so in Massen auf dich zugerannt. Dann gehe ich jetzt doch mal zum Ziel. Das ist das hier hinten. Ich mache mal so einen Wegpunkt und gucke, ob ich den hier... Oh ja. Ich renne schnurstracks drauf zu. Ach ja, eine Sache gibt's auch noch. Und zwar sind die Waffen, wie ihr hier unten seht, mit diesem grauen Balken, die haben auch unterschiedliche Qualitätsstufen, soweit ich es verstanden habe. Es gibt eben auch grüne, blaue und so weiter, rote. Und auch Aufsätze. Ne? Also du kannst auf die Waffe dann auch nochmal hier einen Schalli machen oder einen Laser... andere Magazine und so weiter. Also man kann die modifizieren. Wobei ich gehört habe, dass es gerade im Solo sehr schwer sein soll. Ab einem gewissen Punkt. Also die Roboter würden einen wirklich hart zusammenfisten. Man müsste extrem taktisch spielen oder halt am besten mit Kumpels. Aber es gibt natürlich auch wiederum die Stimmen der Leute, die sagen, allein ist gar kein Problem. Kann man reinhasseln. Oh, der hat mich gesehen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh oh. Habe ich ihm was abgeschossen eben? Komm. Okay, die Munition braucht man auf jeden Fall. Die Massen an Munition, die man direkt am Anfang findet. Wow, noch einer, shit! Hinter mir! Ah, jo, er kommt von hinten! Alter! Oh Gott! Oh Gottes Willen, Alter, was passiert hier? Ich muss mich schnell heilen. In dem Medipäckchen. Oh, der hat eine Snipe oder sowas an sich dran. Da ist noch einer. Ich muss ein Stück weg. Medipack habe ich auf 4. Der hat irgendeine dicke Bumme. Seht ihr es? Oben drauf. Gemountet. Weg ist er. Noch einer neben mir. Ich spreche gerade vom Schwierigkeitsgrad. Oh shit! Okay, weg ist er. Da ist noch einer. Ich spreche eben noch vom Schwierigkeitsgrad und krieg die Fresse voll. Puh. Alter Falter, jetzt habe ich aber echt zu kämpfen gehabt hier. Was haben wir hier noch? Ein Brief. Hier möchte jemand jagen gehen. Okay. Ich hoffe echt, dass das gescheit dargestellt wird. Auf OBS sieht es ziemlich hakelig aus. Wie gesagt, hier drin im Spiel habe ich ultimativ krassen FPS-Flow. So, investigate Ibo Hollem Church. Guck mal, direkt hier ab dem... Oh, da vorne sind zwei. Hier drüben sind auch nochmal zwei. Ich gehe erstmal geduckt zur Kirche. Ja, da kommt schon her, guck mal. Ich gehe jetzt noch in die Kirche rein und werde dann das Anspielen hier erstmal beenden und gucken, wie es in OBS aussieht. Ob ich es überhaupt verwerten kann, weil das... Oh, shit. Hier ist ein Bettchen für mich. Okay, ein Radio. Nice. Und eine Kiste. Ah, da kann ich meinen Kram ablegen in der Storage Box. Ich behalte erstmal alles, klar. Ein Brief, eine neue Mission. Ah, hier in der Kirche hat jemand seine Waffe für seinen Sohn versteckt. Und zwar den Old Bettern. Das Teil werde ich noch suchen. Was ist der Hunter? Ah ja, okay. Find the Hunter's House. Call to Birkness. Das war auch eine Mission. Über den Brief habe ich die eine Mission bekommen von diesem Hunter. Hier nochmal ein neuer Schuh. Ah, hier vorne ist noch eine Tafel. We have gone to Stankhager Farm to meet up with the Andersons. Go there, Johnny. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hier rein, die Viecher. Ich muss jetzt die Waffe suchen. Oh, was haben wir denn da? Das ist das Teil, oder? Oh, guck mal, wie verrostet die ist. Pump-Muni, komm schon, ich brauche mehr Pump-Muni. Jawohl. Wir versuchen noch ganz kurz was mit diesen Fackeln. Oh, shit. Ich bin jetzt im Combat, oder was? Guck mal, wie die abgehen. Ich gehe ran. Nein, nicht nachladen, du Fuckel!
Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ach, er stampft mich an, Alter.